Die Wild Wings TV-Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von Aromadeck. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine. Ich darf beide Trainer begrüßen, zu meiner Rechten Krefelds Coach Brandon Reed und zu meiner Linken unser Coach Pat Cortina. Die anderen Ergebnisse vom Abend: Der ERC Ingolstadt gewinnt deutlich gegen die Kölner Haie mit 6:0, Fishtown Pinguins gegen Eisbären Berlin 2:3, Augsburger Panther gegen den ERC Red Bull München 0:2, Iserlohn Roosters Düsseldorfer EG 6:3 und die Thomas Sabo Ice Tigers verlieren auf eigenem Eis gegen die Adler Mannheim mit 1:4. Kommen wir zur heutigen Partie. Brandon Reed, congratulations for the win tonight and your comment, please. I thought for our team in the first period, we played fast. We supported the puck. We created some big chances. Played a simple road game. Then we got up 3-1. We thought it was going to be an easy night. Some guys lost their focus. We gave them some momentum by not being ready on a change. Wrong guy gets on the ice. We got a 2-minute penalty. We know their set plays on the power play. We don't execute what we're supposed to do. Now it's 3-2. We don't focus on our roots, on our face-offs. It cost us that third goal. So, it's a learning curve for this group. And I think we got to learn from it today. I don't think we played very well for the remainder of the game. Too many turnovers, thinking offense. I thought Shewinigan made a push once they scored that second goal. They got momentum. They had a win last game, so it was just a matter of time. If they scored a goal, they were going to have that feeling back to win another one. And they competed. They forechecked hard. They created some chances there in the third. And from my standpoint, for my team performance, 20 minutes mentally prepared and then 40 minutes sleeping is not good enough. Okay, ich darf es ganz kurz zusammenfassen von Brandon. Er sagte, für uns war es eigentlich ein gutes erstes Drittel. Wir haben sehr gute Chancen dann uns auch kreiert. Es war eigentlich ein gutes Auswärtsspiel. Mit einer 3:1-Führung im Rücken sind wir dann in die Pause gegangen. Dann haben wir so ein bisschen den Faden verloren, haben die einfachen Dinge dann im Spiel nicht gemacht. Und er sagt einfach, ja, 20 Minuten war es ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel. 40 Minuten dann eben nicht mehr, ein bisschen verschlafen dann auch das Spiel. Pat, dein Kommentar bitte heute Abend. Ja, guten Abend von meiner Seite. Glückwunsch, congratulations, Brandon. Win this evening. Ich habe das Spiel auch so gesehen. Krefeld ganz klar die bessere Mannschaft im ersten Drittel. Läuferisch stärker als uns, hat viel mehr Zweikampfsituationen gewonnen. Wir haben diese erste Tor geschossen. Wir haben gedacht, ja, jetzt ist es kommt, weil für viel Zeit wir haben gut gemacht und unsere Tasche war leer und wir haben gedacht, ja, jetzt wie letztes Spiel, alle läuft gut und wir haben vielleicht unsere Identität verloren, weil es war ein bisschen zu einfach für Krefeld in die Angriffphase. Wir waren nicht stark, wir haben nicht gearbeitet ohne Scheibe. Gott sei Dank, wir waren noch im Spiel nach dieser ersten Drittel, zweite Drittel, dritte Gegentor, und ja, wir haben ein schönes Tor geschossen mit dieser Überzahlsituationen, hat uns ein bisschen Glaube und ein bisschen Momentum, wie Brandon gesagt hatte, gegeben und wir haben mehr Druck gemacht, ein bisschen mehr Druck gemacht, wir haben mehr Tor oder Scheibe zum Tor gebracht und wir haben diese dritte Tor gefunden. Ich glaube, die dritte Drittel war besser. Unsere Kampfgeist hat mir gefällt. Ein bisschen mehr strukturiert, ein bisschen mehr Glaube, Läufer stärker als die erste zwei Drittel, aber Brandon hat gesagt, 20 Minuten ist nicht genug für seine Mannschaft und 20 Minuten ist nicht genug für uns. Aber wir haben einen Punkt und es freut
freue mich für unsere Jungs, weil viel, wir haben vielleicht für viele Spiele, you know, we didn't belohnt, wir waren nicht belohnt. Und dieser Punkt ist vielleicht von die letzten Spielen war, wir waren nicht belohnt. 4 Tore geschossen. Es freue mich für unsere Spieler, für Stefano und Philipp und Marcel und Simon, weil, ja, so, wir müssen läuferisch stark sein, wir müssen mehr Struktur spielen und Kampfgeist ist, you know, our compete has to be a little better than it was tonight. Danke. Danke, Pat. Soweit die Kommentare der beiden Trainer. Fragen? Herr Bundesmann diesmal. Pat, kurze Frage zu Brückner. Was war der Grund deiner Entscheidung? Würdest du es im Nachhinein vielleicht anders machen? Ich glaube, wenn wir spielen mit 6 Verteidiger, es ist einfacher für alle die Verteidiger, die Spieltempo, Rhythmus zu finden. Benedikt hat sehr gut gemacht. Wir haben gedacht, dass mit gegen diese Mannschaft vielleicht Dominik Bohatsch war körperlich stark und wir haben gedacht, das war die Entscheidung und Benedikt ist auch ein bisschen verletzt und wir haben gedacht, warum wir möchten nicht riskieren und Eine Frage an den Pat. Pat, gab es klare Worte von dir in der ersten Drittelpause? Nein, weil es war, ich glaube, meine Spieler hat, you know, they didn't need it gewusst, dass es war einfach nicht genug. Ich muss Vertrauen haben in unsere Leaders und ja, die Jungs wissen, das war nicht genug. Weitere Fragen? Herr Wittmann. Pat, wie sehr warst du denn erschrocken, dass die Zweikämpfe nicht angenommen wurden, dass die Krefelder so viel Platz hatten? Jetzt hat man doch München und Iserlohn eben mit diesem bissigen Kampfgeist hat man doch was geholt. Und jetzt wieder, gut, du sagst, man geht da in Führung, denkt, es läuft vielleicht von allein, aber so dumm kann man doch gar nicht sein, oder? I didn't really understand the question. Can you help me? No. You can't be so stupid to think you score a goal and then goes all without doing anything. You have to work. Yeah, thanks. Check. Genau. Aber wir haben über dieses Thema geredet. Right? Gestern haben wir nicht gesagt, dass vielleicht, wann du hast ein bisschen erfolgreich nach einer negativen Serie, du denkst, yes, jetzt, es kommt. Es ist, it has nothing to do with stupid. I think it's, yeah, that's, showing dummheit. Ja, nein, ich kann nicht so, ich glaube, sicherlich nicht, das ist nicht die richtige Wort, aber ich glaube, it's a little bit human nature. To think that, okay, we worked hard, we were rewarded, now it will keep coming. And we had a little bit of an illusion early in the game, but the boys know, and it was a good reminder, and you know, we got 1 point and the lesson. So, es ist nicht ein schlechter Abend, weil wir haben etwas gelernt und wir haben 1 Punkt. Und wir haben 4 Tore geschossen und wir haben ein Powerplay-Tor geschossen, so you can't say anything about the Powerplay now. Right? Danke. Okay. Yep. Harit, are you happy that you win this game or are you disappointed that you don't win 3 points? Well, I think obviously with our performance in the first and then when we were up 3-1, if we would have stuck to that program and we would have been focused and not got too comfortable and too cocky, I think we could have came out with 3 points. So obviously I think I'm as a head coach, I'm disappointed that we didn't get the 3 points. But on the road in this league, if you walk out of the barn with any points, you should not take it for granted. I think we've done that quite a bit this year. We've got points on a lot of the games and
we just got to keep building. I mean, we're a new group, we're a new identity here with this new Krefeld team, and we're learning, and we definitely learned a lot tonight, and we're going to learn from those mistakes and be better and better and better every time we make those mistakes. We either win or we learn, and that's the motto we have here in Krefeld now. Okay. Dann Brandon, good way home back to Krefeld and good luck for the upcoming games. Okay. Und wir sehen uns wieder am kommenden Freitag zum Heimspiel dann gegen Straubing Bullies um 19:30 Uhr. Danke.